Achtung! Man ist so frei, das Spiel beginnt! Ganz am Anfang heißt es irgendwie so, lassen Sie Ihre Sorgen draußen und lachen Sie ganz viel. Und das klappt, finde ich, so ab der ersten Minute. Es ist wirklich sehr, sehr toll. Ich fand wunderbar, meine Kinder übrigens auch, den Artisten mit dem Roboter, der quasi die Stange, die vom Roboter gesteuert war und da drauf rumgeturnt hat, wie man es bei uns sagen würde. Das war schon was ganz Tolles, hat eine ganz besondere Präzision auch gehabt und ich finde es schön, dass man eben so neue Technikgegenstände auch mit einbauen kann. Na, die ganze Show war sensationell und es war einfach witzig und das macht viel Spaß, viel lachen zu können. Und man merkt ja auch dann, wie die Kinder so mitgehen. Es war genial und es war natürlich auch sehr modern und sehr pfiffig. Ja, Roncalli bin ich immer gewesen und dieses Programm habe ich noch nicht gesehen. Und Sie waren begeistert? Total. Oh, wow. Also ich fand die mexikanischen, diese vier Mexikaner fand ich super geil, die sie ja ständig durchjongliert haben gegenseitig. Persönliches Highlight bis jetzt? Wenn ich seinen Namen wüsste, würde ich es verraten, aber ich weiß es nicht. Aber er war so lustig. Der Kleine da, ich weiß nicht, der immer so Salto gemacht hat, vorwärts, rückwärts. Der Kleine mit der Perücke. Mega! Ich brauche noch seine Nummer. Ich habe mich schlapp gelacht und ich fand die Tiere sehr schön. Die Hologramme? Hologrammtiere, ja. Waren ja keine echten Tiere, also habe ich mich nicht gefürchtet. Das ist die Alternative von Zirkus ohne Tieren und das Hologramm fand ich fantastisch. Was ist los? Mama Mia!
ein Highlight jagt das nächste. Also das ist alle Sachen, also auch witzig, wo du denkst, was ist das? Und dann kommen so unerwartete, der mit dem Clown und der mit den Musikinstrumenten und sowas. So unerwartet, so toll. Auch die Akrobatinnen und die Männer mit Akrobatik. Also einfach einmalig, innovativ, toll und fantastisch. Wir schweben auf Wolke 7, stimmt? Das Mädchen mit den langen Haaren, das war ja sensationell. Oh, die war toll. Aber was ich immer gerne mag, die Kleider von den Frauen, die glitzern so sehr. Und wenn ich jetzt zum Film mal gehe, habe ich mir vorgenommen, werde ich ein Kleid nehmen, das ganz funkelt und glitzert wie der ganze Himmel. Ich mag natürlich sehr gern weibliche Artistinnen. Da gab es ja genug. Und erstaunlich, also da bin ich wirklich überrascht, wie sehr die sich dann so bewegen können. Das kannte ich so nicht. Man kriegt dann immer so schlechtes Gewissen und denkt, oh, jetzt muss man mal zu üben anfangen, dass man auch zumindest noch irgendwie so in den Spagat runterkommt oder ein paar so Sachen. Nein, das ist schon gigantisch, was Körper machen können. Aber ich glaube, da gehört eine Menge Übung dazu. Turnen ist ja das, was die Grundlage wäre. Im Turnen habe ich meistens nur mit etwas Gutwill und aus Mitleiden Vierer bekommen. Das war überhaupt nicht mein Sport, eher mit Bällen und so. Aber das ist ja wirklich, die Kunst ist leicht aussehen zu lassen. Die drei Damen, die da auf dem Rondell geturnt haben und dann plötzlich, wenn man da genau hinschaut, sieht man, das sind Dinge, die kann ein normaler Mensch niemals im Leben überhaupt erreichen. Und dann lassen die so leicht ausschauen. Ja, das macht auch ein bisschen wehmütig. Da denke ich mir, ich sollte wenigstens meine einfachsten Yoga-Übungen wieder machen.